Gestern, also ich nehme das hier am 11. September auf, hat Sony die PlayStation 5 Pro offiziell vorgestellt. Was soll ich sagen? Die Leute sind nicht gerade hyped. Hier mal ein paar Eindrücke. $700 with no vertical stand and disc drive is insane. 800 euros in Europe without a fucking disc drive is crazy. Bold decision by Sony leaving the comments section enabled after announcing with that price point. Thanks Sony, you convinced me to spend $700 to upgrade my PC. $699.99 is a conquered level fail. You're better off waiting for the PS6. Man wird für einen stolzen Preis von fucking 800 Euro zur Kasse gebeten. Was zum Fick, Sony? PlayStation 5 kostete zum Launch 500 Euro mit Disklaufwerk und die digitale Variante 400 Euro. Die PS5 Pro verzichtet ebenfalls auf ein Laufwerk, was sie ebenfalls zu einer digitalen Version macht. Will heißen, die PlayStation 5 Pro kostet das Doppelte, was die normale kostet, beziehungsweise die normale Variante in der digitalen Version. Hierbei stellt sich nun die Frage, ob dieser Preis gerechtfertigt ist. In der Live-Präsentation von Mark Cerny, seines Zeichens PlayStation 5 Lead-Architekt bei Sony, ging er auf drei wichtige Punkte ein, die die PS5 Pro unterscheidet zur normalen Version. Und oh Wunder, die Grafikeinheit bekommt nun endlich es hin, Spiele in 4K und 60 Frames abzuspielen und sehen ebenfalls gut dabei aus. Ich musste mich immer zwischen Performance Mode und Grafik Mode entscheiden. Im Performance Mode haben die Spiele fast PlayStation 4 Niveau und im Grafikmodus sehen die Spiele extrem ansprechend aus, jedoch laufen sie nur in 30 Frames. Was verschmerzbar ist, aber für 2024 leider ein dickes Downgrade. Raytracing wurde ebenfalls verbessert und sieht deutlich besser aus. Ebenfalls hat die PS5 Pro nun auch KI an Bord. Mark bezeichnet es als, haltet euch fest, PlayStation Spectral Super Resolution oder PSSR, was eigentlich nichts anderes ist als bei Nvidia DLSS oder bei AMD FSR, also eine KI-Upscaler-Methode. Die PlayStation 5 Pro GPU kann nun endlich das, was Grafikkarten schon längst können. Nun wieder zurück zur Anfangsfrage. Ist dieser Preis gerechtfertigt? Nun, das lässt sich schwer sagen, weil es immer auf das persönliche Empfinden ankommt. Wer noch keine PlayStation 5 besitzt, für den ist das natürlich eine Überlegung wert, zumal wir nun wesentlich mehr Titel haben als noch zum Launch der PlayStation 5 vor 4 Jahren. Jedoch sollte man bedenken, dass wenn man einen potenten PC besitzt und nicht unbedingt Day One einen PlayStation 5 Exklusivtitel braucht, es sich durchaus lohnt zu warten, bis ein PC-Port kommt. Denn die meisten PlayStation 5 Titel kommen so ungefähr nach 2 Jahren auf dem PC und sind über Steam verfügbar. Nun, hier meine Abschlussfrage. Für wen ist die PlayStation 5 Pro? Das ist ebenfalls schwer zu beantworten, da jeder ein anderes Konsumverhalten besitzt und natürlich nicht jeder unbedingt mal 800 Euro auf den Tisch legen kann. Hardcore-Sony-Fans werden sich die Konsole sicher am 7. November kaufen oder haben sie schon vorbestellt. Die Leute, die bereits eine besitzen, warten wohl eine Umtauschaktion für ihre PlayStation 5 ab oder auf einen Price Drop. Ich für meinen Teil muss sagen, dass ich die Konsole an sich gut finde, aber den Preis nicht unterstützen kann und werde. Zumal ich viele Spiele auch als Retail-Version kaufe und ich somit sie nicht mehr nutzen kann, da die Pro-Version kein Laufwerk besitzt. Nun die Frage an euch. Werdet ihr euch die PlayStation 5 Pro holen? Besitzt ihr schon eine PlayStation 5 oder habt ihr vielleicht eine Xbox Series? Schreibt gerne alles weitere in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!